Ein Schwarzarbeiter verbringt sein Leben im Abseits. Der erste Eindruck ist harmlos. Ein Nebenjob in einer Kneipe, schnelles Geld für kleinere Jobs oder auf dem Bau. Aber viele arbeiten Vollzeit schwarz. 20% der Wirtschaft in Europa entfallen auf Schwarzarbeit. Nennen Sie es Schattenwirtschaft oder Schwarzarbeit, das Prinzip ist immer dasselbe. Schwarzarbeit ist eine bezahlte Tätigkeit, die zwar legal ist, den öffentlichen Behörden aber nicht gemeldet wird. In Zeiten von Finanznot und Arbeitslosigkeit sehen viele Europäer ihren Ausweg in Schwarzarbeit. Aber die Folgen lassen sich nicht nur in Euro und Cent berechnen. Schwarzarbeit hat negative Folgen für die Sicherheit der Arbeitsplätze, die Renten, die Arbeitslosenhilfe, das Gesundheitswesen und die Arbeitsbedingungen. Die Chancen auf Weiterbildung und eine angemeldete Arbeit sind ebenfalls gering. Arbeitgeber, die ihr Personal nicht anmelden, handeln unfair. Sie senken ihre Kosten um 50%, weil sie nicht wie jeder andere Steuern zahlen. Dem Staat entgehen Steuern und Abgaben und es fehlen die Mittel für das Gemeinwesen. Nicht nur die Bildung, Renten, Gesundheits- und Sozialdienste leiden darunter. Ausmaß und Folgen sind zwar in den EU-Ländern unterschiedlich, aber Schwarzarbeit geht alle an. Eine EU-weite Kooperation bringt Fachleute zusammen, die Schwarzarbeit in ihren Ländern bekämpfen. Experten für Gewerbeaufsicht, soziale Sicherheit, Steuerrecht und Migrationsbehörden tauschen Informationen und bewährte Praktiken aus. Gemeinsame Schulungen, Inspektionen, Personal- und Datenaustausch sind ebenfalls vorgesehen. Das Ergebnis? Alle Unternehmen spielen fair, Staaten verbessern das Gemeinwesen und Schwarzarbeiter tauchen aus dem Abseits auf.